zum Schleifen der Boards ist wichtig zu wissen, dass die Boards ungeschliffen aus der Produktion rauskommen. Ich schleife ein Board, damit es einfach besser auf der Piste läuft. Bei den warmen Temperaturen verwenden wir tiefere Schliffe, bei den kalten Temperaturen dann glatte Schliffe. Ich zeige euch an der Reichmann Profi 4 Vario, wie das Schleifen geht. Hier haben wir eine Kombination aus Schleifband und Schleifstein und das würde ich euch jetzt demonstrieren. Ich habe jetzt den Vorschliff an Bord gemacht. Wir haben beim speziellen Varioband von Reichmann die Möglichkeit, sowohl den Vorschliff als auch dann das endgültige Resultat mit der Struktur zu schleifen. Den zweiten Schritt, den ich jetzt gemacht habe, ist der Feinschliff vom Belag. Den Feinschliff kann ich jetzt noch verbessern, indem wir ein Korkband in die Maschine einlegen. Nachdem ich jetzt das Board mit dem Korkband geglättet habe, kommen wir zum letzten Schritt. Wir machen die Struktur rein. Dazu verwenden wir jetzt das zweite Vario-Schleifband mit dem Strukturschliff. Das war der letzte Schritt der Präparation an der Profi 4 Vario-Maschine von Reichmann, nämlich die Struktur in den Belag reinschleifen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.